Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir packen die Sachen noch zusammen von unserem Niederlande-Trip und sind schon wieder weiter unterwegs, weil es war ja erst Sonntag und man weiß, auf den Sonntag hat man nur ein paar Tage frei. Richtig. Zumindest, wenn es aufs Ende zugeht. Ja. Genau, mein persönliches Ende. Naht. Und naht. Und naht. Naja, morgen ist soweit. Ne? Morgen ist soweit, genau. Bis ihr das seht, ist es schon vorbei. Ja. Dann ist halt mit mir vorbei. So, wir fahren jetzt Richtung Oberhausen. Haben heute richtig Bock noch drauf, Leute zu treffen. Ja. Liebe Leute treffen wir nämlich heute noch. Genau, aber wen wir treffen, sagen wir natürlich noch nicht. Nee, das werdet ihr gleich wissen. Sehen. Außer ihr wisst es, wenn ich es im Thumbnail verraten habe. Aber das weiß ich noch nicht. Ich glaube, so wird es nicht aussehen. Mal gucken. Aber erstmal fahren wir tanken. In 22 Minuten sind wir da. 35 Kilometer brauchen wir. Wenn alles gut geht, für einen guten Preis. 1,83 stand es gerade dran. Das kommt drauf an, wie viel Zeit wir uns hier lassen. Ja, da werden wir mal sehen. Das heißt, er will mir jetzt mit anderen Worten sagen, Mensch, los hier, wir wollen doch. Ja gut, dann starten Sie doch die Engine. Da mache ich jetzt Motor. Aber die Kamera aus für. Kannst kann du ja nicht beides. Das kannst du nicht? Nee. Ach, der kann nicht. Stimmt. Also, ab geht's. Achso, es geht dann so richtig los nach dem Intro. Glaubt mir doch einfach. Ja, ja. Mann, es ist doch zu dunkel. Ja, wir sind jetzt angekommen im Landschaftspark Duisburg Nord. Da waren wir schon mal, haben wir schon mal ein Video drüber gemacht, aber genau. Wir sind nicht alleine hier. Genau, nebenan sind wir jetzt eigentlich ganz woanders. Eigentlich sind wir doch jetzt in Dallas, oder? Jetzt sind wir in Dallas, denn JR ist auch hier. Genau, JR ist dabei. Miss Ellie gibt's ja nicht mehr, also zumindest nicht mehr. Im Besitz von Barbara und Frank. Ich will eigentlich, warum verrätst du das? Ich war jetzt bei Ach so. ich wollte jetzt überlegen, wie die heißen, aber das müssen wir einfach nachfragen. Ja, wir sind also hier in der Gegend und wir haben dann natürlich angeschrieben, Barbara und Frank, weil sie kommen ja hier aus der Ecke. Und da haben wir gesagt, komm, wenn wir hier sind, das klappt doch bestimmt. Und es klappt wunderbar. Wir werden jetzt ein schönes Stück Kaffee und, Stück Kuchen und Kaffee trinken. Ein so Stück rum. Kaffee möchtest du trinken? Ja, mal gucken. Das ist ein bisschen verrückt, ja. Ganz zu machen. Genau. Wir nehmen euch natürlich mit, weil wir haben schon mal nachgefragt, die sind beiden nicht kamerascheu. Na sowas. Das hat mich jetzt auch gewundert. Genau. Jo, und mein Teewasser kocht hier schon, weil ihr wisst ja, und was ist mit Tee? Genau. Und ja, das war mal spannend. Wird bestimmt ein lustiger, interessanter Austausch hier. Und wir natürlich laufen wir auch hier über den Landschaftspark Nord her. Denn unser Ziel ist für heute und morgen wollen wir einfach hier im Ruhrgebiet bleiben. Morgen, wenn das Ende naht, müssen wir mal gucken, müssen wir auch nochmal nachfragen. Kann auch sein, dass wir vielleicht die Nacht auch den Platz vielleicht wechseln. Das wissen wir noch nicht. Ja, mal gucken, genau. Oder zu morgen auf jeden Fall den Platz wechseln könnten. Weil wir müssen irgendwo, wo eine Bahnlinie ist, weil wir wollen morgen nach Essen. Was wollen wir in Essen? Was essen, genau. Und das alles jetzt im Laufe des Videos. Genau. Aber wir werden jetzt mal kurz gucken, oder ihr könnt ja schon mal rüber gucken, was die so machen. Dann werden wir nämlich gleich bei uns dazugesellen. Und, was gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, achso, der muss auch da drüben noch basteln. Ja, das also, muss ich auch noch. Also er darf. Ja. Er muss nicht. Das mache ich gern. So, da hocke mal. Genau. Wir sind jetzt in... Hallo. Mach mal kannst du die Tasse da vor die Linse halten, damit sie wissen, in welchem Ort wir sind? Ja, genau. Oberhausen. Nein. Der Landschaftspark Nord in Oberhausen, den kennt alle. Kommt da unbedingt hin. Ist sehr interessant da. Duisburg. Ist kein April-Scherz. Wir haben ja heute den zweiten. Ja, falls ihr die beiden nicht kennt, Barbara und Frank von Up and Down Vanlife. Hallo zusammen. Hallo. Genau, die sind auch mit, nicht mehr mit einem Kastenwagen unterwegs, sondern ihr seid jetzt mit einem teilintegrierten unterwegs von Adria. Ein sehr schönes Fahrzeug, haben wir gerade eben
ne, so bestaunt und gesagt, cooles Auto und schön hell. Ja, also, wir sind also sehr zufrieden. Ja. Wir haben ja auch einen Kastenwagen gehabt, einen Adria SGX, zur Information. Nur wir haben festgestellt, dass er für uns hinterher zu klein geworden ist, weil wir wollten noch gar nicht mehr Platz haben, wenn Wetter mal schlecht ist, so wie jetzt, dieses Wochenende zum Beispiel. Da ist das Wohnen schon hier schön, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Aber gut, das ist ja jeder seine Entscheidung. Auf jeden Fall hell, das hat uns sofort gefallen, ja. Und Adria hat ja sowieso schöne Innendekor-Ausstattung. Alles Geschmackssache. Ja, das für jeden gibt es immer irgendwo was. Bei irgendeinem Hersteller oder wie auch immer gibt es was. Ja, aber es ist hell. Und wenn man sich anguckt, also wir kennen solche Fahrzeuge, also ihr seht das ja gerade nicht, weil ihr steht ja hinter uns gerade. Ich kann gleich nochmal einmal rum. Dass das alles extrem dunkel ist, also dunkles Holz. Das ist alles hier sehr schön helles Holz. Freundlich, genau. Doch. Das Dach ist halt genial. Sunroof so war für uns auch wichtig, ne? Das war, wichtig, also wir, und bei uns immer wichtig, dass viel Licht reinkommt, sagen wir so. Ja, das haben wir auch, deswegen haben wir auch das vordere Dach. Ja, ne, genau. Das ist schon eine coole Sache. Cool, ja. Ja, wir werden jetzt wohl hier nochmal einen Spaziergang durch den Landschaftspark hier in Oberhausen. Duisburg. Also sehr empfehlenswert für die, die noch nicht hier waren, auf jeden Fall. Ja, wir waren ja schon mal hier, haben wir euch schon mal gesagt. Aber kommt nicht in den Ferien, kommt nicht am Wochenende. So kommt in der Woche, dann ist hier leerer. Es wird voll, logischerweise. Sonntags ist schlecht. Ja, genau. Nach dem Mittag hier hat es sich jetzt gefüllt. Also das heißt, die Leute sind alle nach dem Mittagessen hier aufgebrochen. Genau, gibt keinen Platz mehr. Also von daher. Aber wir haben Platz und wir werden euch jetzt noch mal mitnehmen hier in den Landschaftspark. Frank, was machst du jetzt, wenn der Zug kommt? Dann läuft er hier hoch. Aber hier ist auch noch mal ein Weg. Jetzt gehe ich noch mal hier hoch. Lauf mal mit. Hier, lauf mit. Lauf mit. Ja, wir warten noch. Jetzt. Deshalb warten wir ja hier. Ehrlich? Also rauf, aber aufpassen, ne? Hier sind hier sind Tretminen. Doch, pass ich keine Tür. Immer mal hier auf der Tür lang. Das ist ein Teil, der andere Teil ist auf der anderen Seite. Genau. Sieht auf jeden Fall schön aus. Den mittleren Turm, der da ist, der Schornstein, ganz oben, konnte man vor 15, 20 Jahren vom Alpenverein noch hochklettern. Da war ich schon ganz oben, haben wir Klettersteine hingemacht. Den gibt es aber nicht mehr, ist verboten. Und jetzt geht es nur noch auf diesen Hochofen. Nur noch hier unten, geh mal daher. So, ein sozusagen Andenken an den Frank. Ja, der Kletterer Alpenverein Duisburg. Wir sind ja im Landschaftspark. Ist hier, größte mach mal das Mikrofon ab, dann kannst du nämlich auch reden. Größte Outdoor-Kletteranlage in Deutschland. Und damals, 1991, glaube ich, eröffnet worden, haben wir alle unsere Touren hinterlassen. Das ist eine von meinen Touren. Ich habe ja auch drei Stück gemacht. Und der letzte Zug, die ist auch schon mittlerweile 25 Jahre alt, ziemlich viel gerade hoch. Ja, hier wird alles reingemeißelt, dass man überhaupt ein paar Griffe hat. Und die ist für die, die sich auskennen, im 6-Schwierigkeitsbereich. Der letzte Zug deswegen, weil der letzte oben der schwierigste ist. Ganz einfach. Klettersteig, genau. Der Sektion, der ist unheimlich lang geworden. So, da seht ihr Leute, welche die am Klettern sind jetzt. Und wenn du da mal rechts rüber schwenkst, da oben ist das Gipfelkreuz von Monte Tisso, 38 Meter über Normalnull. Und hier oben drüber ist auch eine Hängebrücke, da geht es auch drüber übrigens. Oh je. Da sollte man schon ein bisschen schwindelfrei sein, auf jeden Fall. Guck mal, so viel steht fest. Wenn ich jetzt nur nicht nach vorne. Der Franz sagt gerade, wir kommen nicht rüber. Ich glaube, das liegt an dem bisschen Dreck, was da oben in der Ecke hängt. Ein bisschen. Aber wir gehen mal. Thank you.
So, jetzt sehen wir nochmal hier das Beeindruckende, diesen Hochofen. Da sind schon ein paar Tonnen Stahl drin, würde ich sagen. Und zur anderen Seite habt ihr dann noch einen Hochofen. Also, hier hat man schon ein paar Tonnen Stahl hergestellt. So, Frank und Barbara, wir gehen jetzt hier hoch, ne? Genau, der Marcel, der bleibt unten. Der ja, Höhenangst ist ja nicht so cool. Genau, dann gucken wir und wir gehen jetzt auf den Hochofen. So ein bisschen drin sind wir ja schon in dem ganzen Stahlgerüst hier, Gerippe. Mal sehen, wo es jetzt hier hingeht. Folgt den einfach mal den ganzen Leuten hier. So, die erste Erholungsphase, ja. Ich glaube, das geht noch eine ganze Ecke hoch, wie ich das vom letzten Mal noch mich dran erinnere. So, also für die Leute, die Höhenangst haben, hier ist schon ein bisschen höher. Aber bis dahin, wer nicht nach unten gucken kann, und das geht das schon noch. So, ein bisschen anstrengend ist es natürlich schon. Wir sind jetzt hier auf Bühne 4, 51 Meter knapp. Da steht der Frank. Ein paar Meter geht's noch, genau. Hier noch ein paar Anlagen. Und da müssen wir noch hoch. Also, Attacke. Schon ist man im Dunkeln angekommen. Was wir damals gemacht haben, keine Ahnung. Naja, das sind die Schütt. Hier sind die ganzen Sachen in den Ofen rein. Das sind die Schüttsysteme hier. Die ganzen Räder überall. Die Ventile hier und so weiter, um die Kühlung und so weiter, Wasser. Vielleicht auch irgendwelche ja, Zusätze, die noch dazugegeben werden müssen. Ob da noch Strom drauf ist? Ich fasse es lieber nicht an. So, geil die Aussicht hier von hier aus. Hier unten ist das Plateau, das was so blau ist, wo wir eben auf der Höhe waren, wo wir Marcel und Barbara gelassen haben. Ja. Jetzt sind wir oben. Alter Verwalter. Doch, ein bisschen Aufstieg ist das schon, ne? Noch Förderräder hier. Ja, beeindruckend. Ja, genau, kann man schön auf Duisburg gucken. Mega. Kläranlage. Nee, das sind, glaube ich, Schlackebecken oder sowas. Ja, ganz hinten die August-Thyssen-Hütte, Stahlfabrik, größte. Alles, was qualmt, August-Thyssen. Ich mag nur Bruckhausen. Ja, beeindruckend. Also Stahlindustrie ist natürlich hier noch weiterhin ansässig, ne? Klar. Da wird noch richtig gearbeitet. So, zu der Richtung war gerade Ikea und gucken wir nochmal im Prinzip zur anderen Seite hin. Ein paar Bilder habe ich jetzt gemacht. Schnippeln wir euch nochmal zusammen. Einmal runter hier. Und man sieht, ne? Geht schon gut runter. Das ist übrigens eine Jugendherberge da unten, Gebäude. Eine Jugendherberge soll das Gebäude unten sein? Ja. Ist auch schon cool. Und zum Abstieg. Und Frank hat gerade ein Rohr entdeckt. Ja, da geht's ganz schön runter. Also das ist schon, sag mal, 1,50 Meter, 2 Meter breit fast. Würde ich schon sagen. Ja, der Frank sagt gerade, es ist immer wieder beeindruckend, auch wenn er schon 1000 Mal hier lang ist. Ist klar. Ist doch jedes Mal anders zu erleben. Naja, wir melden uns, wenn wir unten sind. What we're doing is bad. There's so many emotions. Sharing stories that we never had. The end none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. Them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. So, unser Kletteräffchen. Genau. Also so hoch ist das nicht, keine Angst. Da kann noch nicht viel passieren.
muss ich wohl ran. Ja. Und guck mal an. Denk dran, du musst auch wieder runter, dann ist es schwieriger. Ne? Ja, ja. Aber er kann. Gut. Ja, ich denke schon. Man muss halt nur gucken, wo man sich festhält. Ja. Ein wunderschöner Nachmittag geht zu Ende. Abend? Ja, wir hatten es wirklich sehr schön. Die beiden waren, also das war total toll. Hat echt Spaß gemacht mit euch zwei. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Genau, also Up and Down Vanlife. Wenn ihr sie noch nicht gekannt habt, Barbara und Frank, dann habt ihr definitiv was verpasst. Und es lohnt sich, auf ihren Kanal zu gucken. Und immer bis zum Schluss warten, würde ich euch raten, weil da gibt es immer noch mal die lustigsten Szenen. Nochmal so eine Aussage plus. Genau, ist immer cool. Also, wir haben uns gefreut. Wie gesagt, der Landschaftspark Duisburg-Nord sowieso ist immer eine Reise wert. Mega. Ja, das ist das theoretisch, kann man schon fast sagen, das mein Ende. Ja, es geht zu Ende mit mir. Morgen wird alles anders sein. Ja. Und ja, dann... Morgen verlässt du etwas. Morgen verlasse ich genau um 10.57 Uhr, um ganz genau zu sein. Ah, okay. Und ja, was soll man sagen? Wir werden mal sehen, was der Tag morgen so bringt. Erstmal sehr viel Kälte und dann soll es richtig schön werden. Knalle Sonnenschein. Und ich bin echt gespannt. 13 Stunden Sonnenschein ist angesagt. Und ja, mal gucken, was wir so machen. Gegebenenfalls, wie gesagt, der Plan ist, zu einem Stellplatz hier Duisburg oder Oberhausen zu fahren. Und dann soll es mit der Bahn Richtung Essen Hauptbahnhof. Mal schauen, ob das so wird oder ob wir komplett anders umdenken, weil wir sagen, nee, wir machen es doch anders. Alles werden wir dann sehen. Eine große Überraschung. Wie immer, ja, wir machen jetzt so einen kleinen Filmeabend, weil wir müssen morgen am Montag nicht los. Und deshalb sagen wir gute Nacht und ja, bis morgen, ne? Bis morgen, genau. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Mensch, haben wir eine Nacht hinter uns verbracht, sage ich euch. Wir wurden verscheucht. Genau. Wir standen gestern ja da drüben, Stefan zeigt das da mal. Da waren wir gestern, also ja, eigentlich war, eher da zwischen den Bäumen. Genau, war eigentlich sehr schön dort, aber... Ja, irgendwann nach 22 Uhr... kam der Sicherheitsdienst. Ja, und hat uns verscheucht. Ja, hat nur geklopft, wieder sich nicht erkennen gegeben. Genau. Später dann schon, aber es hat erst gedauert. Naja, da machst du ja auch nicht gleich auf, ne, für jeden, genau, der da rumeiert. Gerade weil wir waren ja schon bettgehfertig, das heißt, da mussten wir uns erstmal wieder umziehen, damit das alles noch vernünftig ist. Ja, die haben auch nicht gesagt, was sie wollten. Nur hier ist der Sicherheitsdienst, machen sie auf. Genau. Und naja, das kann ja jeder sagen, ne? Das mache ich dann nicht einfach so auf. Ja, auf jeden Fall hätten wir uns sonst eingesperrt. Auf jeden Fall haben wir uns dann für euch, wir haben uns dann da hinten hingestellt. Da seht ihr noch die anderen Wohnmobile, ne, im Hintergrund. Genau, und hier vorne haben sie es nämlich abgesperrt. Und die hätten auch einfach so zugemacht, wenn wir nicht aus dem Fenster rausgeguckt hätten. Genau. Da waren hier die Schlösser vor. Naja, gut, so ist es jetzt nicht. Also ich wäre da schon rausgekommen. Das hätte ich das schon geknackt. Das wäre sonst auch interessant geworden. Im allerschlimmsten Fall, da musst du die Polizei rufen, ganz einfach. Wenn den Arbeitgeber angerufen, wir kommen nicht, wir sind hier eingesperrt. Ja, naja, die können einen ja auch nicht einfach so einsperren, aber das hätten die hier einfach so gemacht. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, also dementsprechend parkt besser dort. Ich kann mir aber gut vorstellen, warum sie das zumachen. Das muss ich einfach sagen, weil auch abends sind hier noch Autos lang gefahren. Ja, das war gestern Abend doch hier noch oder nachts hier noch relativ laut, weil hier sind wirklich irgendwelche Hiopais. Posa, naja, diese Spackos, die halt immer wieder unterwegs sind, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, Hiopais. Naja, die müssen sich ja immer beweisen, wie auch immer. Ja, und dementsprechend, die wären natürlich sonst auf den Schotterweg gefahren und hätten da richtig Zunder gegeben. Ja gut, ich verstehe es auch, wie gesagt. Aber ein Schild wäre ganz gut. Ja, das können sie einfach machen, dass man da... Nachts ist der Parkplatz zu oder so. Oh, einmal Pfütze. Oder ja. Matschepatsche. Matschepatsche. Ja, gestern genau. War da noch Wasser, jetzt ist es natürlich trocken. So, wir gehen jetzt nochmal auf Franks Jogger-Tour. Genau, mit dem Geburtstagskind. So. Musst du das schon wieder verraten? Ja, das Ende ist halt da. Ja, das Ende ist, ja, gestern war das Ende. Jetzt ist ein Neuanfang. Ja, genau. Jetzt habe ich eine 4 vorne stehen. Alter Falter, kann man gar nicht vorstellen. Ja, 4 Jahre alt. Vier Jahre alt. So klein noch. So klein noch.
So, jetzt haben wir hier wieder Pfützen. Ja, ja, wir gehen jetzt mal da hoch und zeigen euch das mal. Ja, wir gehen jetzt zu dem einen Aussichtspunkt, muss man dazu sagen, weil da können wir nochmal schön einen Blick über den Landschaftspark Nord hier machen. Genau, und zwar in der Sonne, ne? Genau, und dann wollen wir noch zum Rhein, wo dann auch diese Tour vorbei ist. So, hier müssen wir jetzt hoch. Das heißt, Stefan macht die Kamera aus. Genau, und wir melden uns, wenn wir oben sind. Guter Plan. So, da sind wir dann oben. Genau, auf dem Plateau. Und haben einen wunderbaren Blick auf die alten Ruinen, auf den, ja, wie heißt es, auf die Hochöfen. Genau. Und was interessant war, der Hochofen 5, das muss einer von den linkeren halt sein, der war nur 12 Jahre in Betrieb. 1985 wurde das Ganze hier dann langsam also stillgelegt. Und in den Anfang der 90er hat man dann angefangen, daraus einen, naja, so einen Landschaftspark zu bauen. Genau, der Frank sagte nämlich noch, sein Opa, der hat hier mal gearbeitet in dieser Hütte und ja, hat hier im Prinzip den Stahl mit hergestellt. Ne? Mhm. Genau, wie gesagt, 1985 ist Hochofen 5 der letzte dicht gemacht worden. Ende der 60er ist sogar Hochofen 1 und 2 bereits zugemacht worden. Also, genau, das waren wahrscheinlich nicht mehr so effektive Hochöfen, also hat man die dann geschlossen und hat dann halt die größeren Hochöfen genommen, ne? Oder genau, genutzt. Die ja wahrscheinlich eher da hinten sind. Jetzt sieht man es gerade nicht, weil der Wald ist. Ja, da hinten qualmt es, das sind die neuen. Und genau, da wird immer noch, Thyssen arbeitet da ja immer noch. Ich glaube, das hat der Frank gestern noch erzählt. Das hatte ich ja genau, nochmal wiederholt. Das habe ich auch gesehen, wo wir reingekommen sind von der Autobahn. Da war richtig, groß Thyssen Krupp Stiel. Genau, genau. Nicht das mehr Stahl, heißt jetzt Stiel. Ja, gut. So, jetzt ist die Frage, ob wir den Weg da nochmal langlaufen. Genau. Oder ob wir woanders. Ne, wir nehmen nochmal den anderen Weg, den wir gestern nicht genommen haben. Ja, dann laufen wir nochmal lang. So, Entscheidung. Satz mit X. Da drüben war gar nichts. Genau, da war nur die Autobahn. Das war jetzt nicht so interessant und nicht so schön. Die Entscheidung ist getroffen. Wir gehen zum Auto zurück. Genau, wir gehen zum Auto zurück, weil wir jetzt zum Rhein wollen. Ja. Es gibt ein paar Parkplätze von Park4Night. Den ich jetzt rausgesucht habe, ist dort nicht. Das habe ich jetzt einfach mal bei Google Maps gefunden. Müssen wir mal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Sonst müssen wir uns einen anderen Plan auskoren. Weil, wie gesagt, bei dem schönen Wetter kann man ja auch mal zum Rhein gehen. Da soll dann auch später unser zweiter Reisevlog enden. Genau, ein bisschen spazieren gehen wir da auf jeden Fall noch. Genau, die Weser. An der Weser hat es gestartet, am Rhein wird es enden. So kann man das dann fast sagen. Ja. Auf jeden Fall hier der Landschaftspark Nord. Ist immer eine Reise wert. Immer wirklich eine Reise wert. Das Video, ich bin mir nicht ganz sicher, wann es jetzt kommt. Zu Ostern ist hier eine große Aktion. Es gibt das Sommerkino hier. Und ich würde mal behaupten, ab und zu schaut mal wieder bei Up and Down Vanlife von Barbara und Frankner. Die sind ja hier nun wirklich ums Eck. Das heißt, wenn hier wirklich was stattfinden wird, genau, dann kann es sein, dass die hier beiden sind. Haben nämlich richtig Bock dazu, dann können das sein, dass ihr da wirklich was an Informationen bekommt. Wird bei uns ein bisschen schwieriger, weil, naja, wir sind nicht so oft hier, wobei es wirklich richtig schön viel zu laufen gehen kann. Oh ja, genau. Und für die, die gerne klettern, naja, Kletteraffe Frank hat ja schon was in dem Video euch gezeigt. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Aktivität dabei. Also tauchen könnt ihr hier, Klettergarten mit Disco irgendwie, dann klettern selber. So ein Hochseilgarten. Ne? Genau, Hochseilgarten mit Disco, sowas, genau. Und. Also richtig schön und wie gesagt, bei dem Wetter natürlich noch weitaus besser. Das ist halt, wenn Sonnenkinder unterwegs sind. Genau, aber wir fahren jetzt weiter, also nehmen wir euch natürlich da noch mit. Ja, ist ja noch kein Ende hier, ne? Genau. Der Rhein, der große Rhein. Der Rhein. Das Ende sein. Jawohl. Oder es hat gereimt.
So, eine Seefahrt, die war lustig. Wir sind aber gar nicht über den See gefahren. Nee, sondern über den Rhein. Genau. War durch Zufall irgendwie gerade. Haben wir uns das mal überlegt und dass wir das jetzt schnell mal eben machen. Ja. Ja, wie gesagt, da drüben am Fährplatz, direkt am Kraftwerk da drüben, das war jetzt nicht so schön da zu stehen. Und deshalb sind wir einfach hier in die Stadt Rheinberg, in den Stadtteil Orsoy. Rheinberg, ja. Auf jeden Fall ist das hier eine Festungsanlage. Genau. Ja, sah ganz nett aus. Allerdings sind wir nur durchgefahren, ja, und haben jetzt hier den Parkplatz aufgesucht. Da gibt es sogar zwei kostenlose kostenlose Wohnmobilparkplätze. Genau, also kein Stellplatz, sondern ein Parkplatz. Genau. Aber wieder schön, wenn man das extra so fertig macht. Da freuen wir uns natürlich. Das heißt, man fühlt sich hier willkommen auf jeden Fall. Genau, weil wir müssen ja immer irgendwie gucken, dass wir dieses große Geschoss auch irgendwo abstellen können. Aber das kann man hier ganz gut. Ja, das geht super. Ja, hier jetzt direkt am Rhein entlang laufen wir und ich finde, das ist eine schöne Ecke hier. Ja. Jetzt kommen auch wieder ein paar Schiffe gerade. Können wir euch mal zeigen. Aus den Niederlanden. Aber Gott sei Dank erkenne ich ja immer, wo die Schiffe herkommen. Ach echt? Ja, wann denn? Ist ganz einfach. Wenn wir jetzt mal das die Richtung, Schiff, ne? Das Schiff da, dieses andere Schiff, was da gerade kommt, das ist weitaus schneller. Das ist also... Flussabwärts dann sozusagen unterwegs. Abwärts, genau. Ja. Und deshalb weiß ich, dass der nicht aus den Niederlanden kommt. Das müssen, wenn schon, die drei Schiffe sein, die ein bisschen langsamer hier sich hochkämpfen. Ja, okay, das war jetzt logisch. Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können. Ja, so für euch, liebe Kiddies, erkennt ihr das, wie das funktioniert. Ja. Ja. Dann soll es das auch mit diesen Bildern eigentlich gewesen sein. Wir haben uns den Landschaftspark Nord einfach nochmal angeschaut. Nochmal Bilder von oben. Die gab es ja beim letzten Mal nicht, wo wir hier waren. Ja, es wie ist immer schön. Es ist immer eine Reise wert. Und wie gesagt, man kann dort auch stehen am Landschaftspark Nord. Aber man muss sich dann in der Hochsaison ist da Remi-Demi. Das muss man einfach wissen. Aber wenn man in der Woche kommt, geht es vielleicht einigermaßen. Wie gesagt, aber im Sommer nochmals mehr los. Logischerweise. Ja, und ja, wir werden jetzt meinen besonderen Tag. Ja, es ist ein Neustart des Lebens, Abschnittes. Ja, werden wir einfach schauen, was wir heute machen. Auf jeden Fall wahrscheinlich Video sogar schneiden, denn das muss irgendwann gemacht werden. Ja, ja, ein bisschen Arbeit muss auch sein, ne? Genau, und dann müssen wir gucken. Wir wollen heute dann eher grillen. Gestern war ja der Plan anders, dass wir auch noch essen wollten. Das ist aber nicht so einfach, alles zu bewerkstelligen. Und bevor wir uns da einen Stress machen, ja, kommt der Willen zum Grillen? Und da schauen wir mal, wo wir dann da hinfahren, wo wir das dann machen werden. Morgen gehen wir dann auf jeden Fall essen. Da ist auch schon der Plan. Das wollen wir dann eher zum Mittag machen. Genau. Ja, und im Endeffekt haben wir eine schöne Zeit hier gehabt. Eine schöne Zeit in den Niederlanden. Eine schöne Zeit hier am Rhein. Ne? Oder Waal. Denn ab Grenze ist es ja der Waal. Also wirklich toll, 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 muss man hier sagen. Und jetzt würde ich sagen... Genau. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Es gibt demnächst einen weiteren Reisevlog, das können wir schon mal sagen. Und dann werden wir mal wieder schauen, was macht denn der Sprit? Denn wir haben noch eine Probe an Bord. Da können wir vielleicht das eine oder andere mal so ein kurzes Video, versuchen zu machen. Also in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.